In den letzten Tagen ist es etwas ruhiger geworden um den synodalen Weg. Das hat sicherlich zwei Gründe. Natürlich, wir sind jetzt in Urlaubszeit, also jetzt sind alle Bundesländer in den Ferien. Es hat natürlich auch mit der Vatikanerklärung zu tun. Die müssen sich neu sortieren, die Protagonisten. Die müssen sagen, okay, machen wir einfach weiter. Ja, beschließen wir diese Dokumente, egal was passiert, oder müssen wir uns was Neues einfallen, um diesem Projekt etwas Leben zu geben. Hier in diesem Video will ich ein paar Gedanken anstellen dazu, aber ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch in den Kommentaren schreiben, was Sie eigentlich erwarten, was passieren wird demnächst. Die wichtigsten Termine sind die nächste Synodalversammlung, die beginnt am 8. September, also 8., 9., 10. September ist die nächste Synodalversammlung. Da werden die letzten Dokumente präsentiert des synodalen Weges, dann wird es die endgültigen Abstimmungen mit endgültigen Ablehnungen oder eben Zustimmung sein. Es ist eine weitere Synodalversammlung für den März anberaumt. Sollte es nötig sein, sollte man nicht das ganze Programm eben erfüllen können ab im September. Ja, ich nehme an, dass sie auch sich im März treffen werden, weil natürlich dann schon die ganze Weltsynode rein theoretisch ja im Gange ist und möglicherweise werden die sich dann beraten, was Deutschland sozusagen in der Weltsynode anstellen will. Ja, aber ich will hier ein paar Gedanken machen. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch kommentieren würden, um welche Erwartungen Sie haben. Es gab im konservativen Milieu zum Teil wirklich ein sehr großer Optimismus. Die haben gesagt, ja, das Schisma, die Gefahr des Schisma ist gebannt, der synodale Weg ist tot, ist im Grunde genommen ein Zombie. Da ist nichts mehr zu holen. Ich bin da nicht so zuversichtlich, ja, obwohl tatsächlich ich verstehen kann, dass der synodale Weg wirklich sehr stark lädiert ist. Also der hat die Bremse aus dem Vatikan und nicht nur aus dem Vatikan, sondern auch die ganze Kritik, die wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, ist wirklich so massiv. Also die können einfach nicht mehr weiter so tun, okay, das ist uns alles wurscht. Das ist ja, weil jetzt auch der Vatikan hat gesagt, pass auf, so geht das nicht weiter. Also die müssen sich etwas ausdenken. Ja, ansonsten ja, aber ich bin deshalb nicht so optimistisch, weil die Bedingungen, dass so ein synodaler Weg, dieser, ich meine jetzt den real existierenden synodalen Weg, so existiert, die sind nach wie vor da. Der synodale Weg ist nichts anderes als ein Produkt der hier herrschenden und wirklich sehr tiefen Glaubenskrise. Das ist das große Problem der katholischen Kirche in Deutschland. Und natürlich auch woanders. Das ist ganz klar. Diese Glaubenskrise ist ja nicht beendet worden mit dieser Vatikanerklärung. Diese Krise ist tief und drückt sich in verschiedenen Formen aus. Zum Beispiel für viele Leute hat das Lehramt, der Glaube, ist überhaupt nicht mehr irgendwie Verbindliches. Das wird sehr stark in den Dokumenten des synodalen Wegs ausgedrückt. Also man fragt sich, ja, glauben die, dass die alles ändern können, so wie es denen in den Kopf passt? Also das ist schon erstaunlich, ja. Da merkt man eigentlich, wie wenig die Leute sagen, okay, es sind verbindliche Sachen und mit diesen Dingen identifiziere ich mich, weil das ist nun mal der katholische Glaube und diesen katholischen Glauben liebe ich. Und das ist auch, was die katholische Kirche lehrt und ich liebe die Kirche und so weiter, da merkt man eigentlich wirklich einen Bruch eigentlich auch sehr stark in diesen Dokumenten des Synodalen Weges. Und das ist eigentlich auch ein Symptom der Glaubenskrise, die natürlich stark ist, also die bleibt nach wie vor. Ja, so, und außerdem ist es so, dass diese Glaubenskrise, dadurch, dass die Leute nicht mehr wissen, was der katholische Glaube ist, dass das die Unkenntnis groß ist, dass der Katechismus in Deutschland ja also wirklich seit vielen Jahren gar nicht mehr gelehrt wird. Die Leute wissen ja gar nicht mehr, okay, was ist jetzt verbindlich und so, wie ist das eigentlich? Ja, das ist natürlich eine Einladung für gewisse Gruppen, ihre Agenda, ihre Zerstörungsagenda, ihre reformistische Agenda, wie man das bezeichnen will, eben durchzusetzen und zu versuchen, wir basteln eine neue Religion mit einem neuen Lehramt, eine neue Kirche, eine Nationalkirche, ein deutscher Sonderweg, egal wie man das definieren will. Auf jeden Fall ist das nicht die katholische Kirche, so wie wir sie seit 2000 Jahren kennen. Eine Möglichkeit, also deshalb bin ich auch nicht so optimistisch, dass das Ganze hier beendet worden ist. Es kann natürlich sein, dass der synodale Weg an sich, also die Institution, diese Plattform, synodaler Weg,
dass man die jetzt sagt, okay, wir machen dann diese Synodalversammlung, dann stimmen wir ab, okay, und damit ist das Thema erledigt. Aber natürlich die Kräfte, die sozusagen dahinter stehen und im Grunde genommen hier den ganzen katholischen Glauben demontieren, die sind natürlich nach wie vor am Werk. Und da müssen wir unbedingt weiter aktiv bleiben, weil die werden nicht einfach aufhören, aktiv zu sein. Ja, mal sehen, was sie dann machen. Aber jedenfalls müssen wir weiterhin wachsam sein. Eine Möglichkeit natürlich, oder sicherlich werden sich viele im synodalen Weg überlegen, okay, wir werden jetzt diese ganzen Geschichten hier durchsetzen, also beschließen, diese ganzen fürchterlichen Dokumente. Und da werden wir dann, wenn die Weltsynode anfängt, werden wir versuchen, im Grunde genommen dort Alliierte zu finden und diese ganzen antikatholischen Ideen dort populär zu machen. Das haben schon die Deutschen versucht, also nicht alle, aber sagen wir so ein wichtiger Teil der Deutschen, versucht vor der Familiensynode. Die deutsche Agenda für die Familiensynode im Jahr 2015 ist sehr ähnlich mit der gegenwärtigen Agenda des Synodalen Weges. Das betrifft natürlich vor allem natürlich das ganze Eheverständnis, die Sexualmoral, natürlich auch die ganze Geschichte mit den Segnungsfeiern, diese ganze Geschichte. Natürlich weniger eigentlich dieser ganze Teil der hierarchischen Verfassung der Kirche, ja, also die Dokumente bezüglich Bischofswahl und Teilnahme von Frauen etc. Aber zum Beispiel auch, ich meine auch sogar das Frauenpriestertum, das war sogar, hat man versucht damals auch sogar in der Familiensynode auch einzuführen etc. Und Zölibat sowieso, diese ganzen Themen sind im Grunde sehr alt. Also wer hier schon länger sich mit diesen Gedanken beschäftigt, also das ist schon 40, 50 Jahre alt, diese ganze Geschichte, die wird immer wieder aufgewärmt. Ja, das ist eine Möglichkeit, dass sie sagen, okay, wir warten jetzt erstmal ab, dass die Weltsynode anfängt und da werden wir richtig Lobby machen, ja. Und da sind die Deutschen wirklich sehr stark, weil sie einfach das nötige Geld dafür haben. Die können dann in Rom einfach ein Palazzo mieten. Da laden sie die Leute ein und da gibt es dann Prosecco und was weiß ich, diese ganzen italienischen Köstlichkeiten. Ja, und da laden sie die ganzen Leute ein und sagen, ja, wir müssen doch eine inklusive Kirche und wir müssen da und das. Und die Dinge haben sich geändert und so. Und da können sie natürlich richtig loslegen, ja, weil sie schlicht und ergreifend das nötige Geld dazu haben. Das Problem allerdings ist, dass die Weltsynode bislang, da muss man abwarten natürlich, bislang natürlich auch nicht irgendwie der große Hit ist. Ja. Es scheint nicht so, dass das die Leute wirklich irre begeistert, ja, auf der ganzen Welt. Das Ganze ist auch relativ schleppend. Das heißt, man merkt generell, und das ist auch eines der Probleme des Synodalen Wegs gewesen von Anfang an, ist, dass der Resonanzkasten sehr klein geworden ist. Ja. Ich nehme an, also wenn man sich das erinnert, wenn man sich diese Bilder am Anfang des Synodalen Weges in Deutschland daran erinnert, ja, so zum Beispiel, wie sie da diese Synodalkerze angezündet haben im Frauendom in Rom, Kardinal Marx und jemand, ich glaube, vom CDK, die haben gedacht, okay, wir werden jetzt eine ganz große Massenbewegung, ja, dieser synodale Weg wird eine große, also so eine Art Nationalkonzil, aber wirklich, wo alle Leute teilnehmen, mit riesiger Teilnahme der Medien etc. Das ist ein Flop gewesen. Und das hat man wirklich sofort gemerkt, auch bei der ersten Synodalversammlung im Ende des Winters, also so Februar 2020. Ja, also die allererste, ich glaube, das war Januar, Februar, März. Da hat man gemerkt, im Grunde genommen, die interessieren sich kein Mensch dafür. Also das Ganze hat diesen Halbcharakter, hat es von vornherein nicht gehabt. Es ist interessant, dass jetzt Bischof Bertram Mayer von Augsburg hat ein bisschen in einem Interview mit katholisch.de, also ein bisschen erzählt aus der damaligen Zeit, und die haben gefragt, ja, wieso sind sie plötzlich so konservativ geworden und sie kritisieren ständig diesen synodalen Weg und so weiter, warum ist das so? Und er sagt, nein, das stimmt überhaupt nicht. Das Problem ist folgendes, bei dieser ersten Synodalversammlung, da war er ganz nagelneuer Bischof, da war nichts bestimmt. Ja, da hat man gerade mal die Themen der Synodalforen bestimmt, ja. Aber es gab gar keine Texte. Es war nicht klar, wo das Ganze hinläuft, ja. Und das bedeutet, und ich nehme an, Bischof Mayer war nicht der Einzige, der sagte, okay,
Wir treffen uns hier mal sehen, wie wir diesen Missbrauch verhindern in Zukunft. Und dann hat sich dann dieser ganze synodale Weg zu dem entwickelt, was es daraus geworden ist. Und das wurde natürlich immer deutlicher dann ungefähr im Frühjahr 2021. Und da ging auch sofort die massive Kritik los. Bis dahin war das natürlich auch sehr schleppend wegen Corona. Aber das ist das Problem. Das heißt, man merkt, dass der synodale Weg von Anfang an eine sehr schlechte Idee gewesen ist. Also schon allein diese Hochzeit, diese Vermählung zwischen Bischofskonferenz und Dekan, das ist ja völlig haarsträubend gewesen, dass sie das so organisiert haben. Aber irgendwann mal wurde dieser synodale Weg gekapert von anderen Kräften. Möglicherweise waren die Bischöfe so, fühlten sich so in der Defensive aufgrund des ganzen Missbrauchsskandals, dass dann diese ganzen ultralinken Theologen gesagt haben, pass auf, wir werden sagen, wo es lang geht. Und das führte eben zu diesem Totaldesaster, der synodale Weg. Aber eigentlich war das Desaster schon angelegt, eigentlich nach der ersten Synodalversammlung. Das habe ich jetzt, ich habe ein bisschen recherchiert. Damals hat Kardinal Wölke schon gesagt, also das geht das nicht, das ist eine Katastrophe. Also wie sich das entwickelt, müssen wir abwarten. Wir müssen natürlich das wirklich sehr gut beobachten, mal sehen, wie das wird. Schreiben Sie bitte in den Kommentaren, wie Sie das sehen. Was werden diese ganzen Leute jetzt versuchen zu unternehmen? Vielen Dank.